Glamour Schala Fokusstrategie, Sonntag, der 23. Januar 2022. Es geht weiter mit dem Abschnitt 6 bis vorzeitige Besitzeinweisung. Und er kommt hier ohne Nummerierung, Voraussetzungen, Zuständigkeit und Verfahren. Ah, und zwar, weil das, das ist so eigenständig, vollständig. Und da braucht es auch keine Nummerierung. Voraussetzungen. Zuständigkeit, Verfahren. Ich schreibe das schon dran. Artikel 76. Absatz 1. Der Enteigner kann jederzeit verlangen, dass er zur Besitzergreifung oder zur Ausübung des Rechts schon vor der Bezahlung der Entschädigung ermächtigt werde, wenn er nachweist, dass dem Unternehmen sonst bedeutende Nachteile entstünden. Wird bei einem bestehenden Werk das zu enteignende Recht bereits faktisch in Anspruch genommen, ist die vorzeitige Besitzergreifung von Gesetzes wegen erlaubt. Absatz 2. Über das Gesuch entscheidet der Präsident der Schätzungskommission frühestens beim Vorliegen eines vollstreckbaren Enteignungstitels, in jedem Fall nach Anhören des Enteigneten, nötigenfalls nach einem besonderen Augenschein. Er zieht die Mitglieder der Schätzungskommission bei, wenn er dies für notwendig erachtet oder wenn eine Partei es verlangt. Absatz 3. Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesgericht entscheidet der Instruktionsrichter über solche Gesuche. Absatz 4. Dem Gesuch ist zu entsprechen, sofern die Prüfung der Entschädigungsforderung trotz Besitzergreifung noch möglich ist oder durch Mittel wie Fotografien, Skizzen und dergleichen gesichert werden kann. Absatz 5. Der Enteigner ist auf Verlangen des Enteigneten zur vorherigen Sicherstellung einer angemessenen Summe oder zu Abschlagszahlungen oder zu beidem zu verhalten. Über das Gesuch befindet der Präsident der Schätzungskommission gegebenenfalls unter Beizug der Mitglieder der Schätzungskommission. Die Abschlagszahlungen sind gemäß Artikel 94 zu verteilen. Auf alle Fälle ist die endgültige Entschädigung vom Tage der Besitzergreifung an zum Zinsfuß, den das Bundesverwaltungsgericht festlegt, zu verzinsen und ist ein allfällig weitergehender Schaden zu ersetzen. Artikel 6, aufgehoben durch Anhang Ziffer 65 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, mit Wirkung seit Januar, 1. Januar 2007. Ja, da aufgehoben, ne? Sag sie. Ich habe es jedes Mal reingeschrieben. Vielleicht hat es einen Fall gegeben, wo ich es nicht reingeschrieben habe. Aber dann habe ich es sicherlich gesagt, wenn es aufgehoben war. Abschnitt 6 bis. Das ist am 18. März 1971 eingefügt wurde. In Kraftzeit am 1. August 1972. Heisst also,
6a ist später als 6 bis eingefügt worden. Es geht dann nachher weiter mit dem 7. Abschnitt. Abschnitt 7. Und da ist der Inhalt, oder es geht um Beschwerde.